Wie findest du die App von Rezo? Ich muss bei Rezo sagen, ich gucke seine Videos halt nicht. Ich habe den auch nicht mal abonniert. Ich hatte den eine Zeit lang abonniert, aber hab den wieder deabonniert, weil es mir einfach am Arsch vorbeiging sein Content. Ich muss generell sagen, so, sorry, aber Rezo ist für mich ein YouTuber, den ich mir in meiner Freizeit nicht gebe. Keine Ahnung, der ist vielleicht sympathisch, aber den gebe ich mir in meiner Freizeit nicht. Ach, das ist sein Projekt. Der hat eine App, eine Nindo-App mit Chartlisten. Okay. Der hat jetzt auch eine Social-Media-Plattform gegründet. Ich bin übelst hyped, weil ich kann euch endlich erzählen von Zur einem Webseite. großen, großen Projekt, was TJ und ich und noch so ein paar andere auf die Beine gestellt haben. Nämlich haben wir eine eigene Social Media Statistikseite gebaut, die nicht nur übelst, übelst geil aussieht, um das einfach mal so zu sagen, sondern auch eine Menge geile Features hat, die es bisher weltweit noch gar nicht gibt. Da gibt es alle großen Plattformen, also YouTube, Instagram, Klingt ja schon Twitch, hässlich. Twitter, sogar TikTok und alles völlig umsonst und frei, ohne Werbung, einfach cool. Einfach cool. Einfach cool. Ab jetzt ist nindo.de online und ich erzähl mal kurz, wieso ob das. Ja, ich kann euch auch sagen, warum das jetzt gerade ohne Werbung ist. Weil wenn ihr das jetzt so hinstellt mit, es ist keine Werbung drauf und so weiter und so fort, dann denken die Leute, was für ein Ehrenmann, das gucke ich mir natürlich an. Und ich kann euch sagen, wenn das krass läuft, dann haut er direkt Werbung drauf. Nindo hört sich cool an. Ja, auf jeden Fall. So, ich muss auch sagen, so, mal schauen, ob das eine stabile Sache wird. Ne? Werden wir uns dann überraschen lassen, ob das krass ist oder nicht. Ja, aber bei Rezo muss man auch einfach sagen, die Sachen, die er macht, hat meistens Hand und Fuß. Kam, warum ich das überhaupt machen wollte und weshalb ich TJ da mitgerissen habe und einfach gesagt habe, komm, wir stecken jetzt ganz Ey, viel Zeit immer rein. moin! Lol. Also, ihr wisst ja, dass ich Informatik studiert habe. Und wenn man so ein bisschen programmieren kann, dann macht man das auch manchmal. So einfach aus Spaß an der Freude. Zum Beispiel hatte ich mir vor Jahren schon so kleine Skripte geschrieben, die für meine Instagram-Bilder irgendwie die durchschnittlichen Likes ausrechnen oder mir grafisch darstellen, wie die Kommentaranzahl bei meinen Videos ist. Irgendwie so Kleinigkeiten halt. Einfach. Oga, grüß dich. Weiß ich nicht, weil ich ein fucking Nerd bin. Und dann war ich neugierig und habe diese Skripte halt nicht nur für meinen Kanal und meine ganzen Postings ausgeführt, sondern auch mal für andere Kanäle und andere Postings. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, weißt du was? Es gibt doch diese Social-Statistik-Webseiten und die sind so hässlich. Und da gibt es so viel unnötigen Scheiß drauf, der so auf den Sack geht und so ablenkt und irgendwie ist das alles nicht so geil. Das kann man auch geiler machen, oder nicht? Vor allen Dingen haben mir persönlich Ich an bin den spät gespannt, bisherigen wie wir das machen. Statistik-Social-Seiten drei Features gefehlt. Erstens, wenn ich zum Beispiel den YouTube-Kanal von. Ey, das Geilste wäre halt wirklich, und ich glaube, da würden das richtig viele YouTuber nutzen. Hätte er so eine App, die wirklich den Live-Subscriber-Counter wieder reinhaut, wie es bei Social Blade war. Ich glaube, jeder kennt Social Blade, aber auch aufgrund, um zu sehen, wie viele Live-Subs hast du gerade eben. Ja, Irgendwem angeguckt aber habe und danach den Instagram-Kanal von derselben Person sehen wollte, dann musste ich halt wieder zurückgehen und neu suchen nach einem neuen Kanal, nämlich diesem Instagram-Kanal. Und das ist ja klar, denn man kann nicht mal ebenso matchen, welche Kanäle zu welchem Künstler gehören. Da muss man sehr viel per Hand dann noch nachfummeln und das ist sehr, sehr viel Aufwand. Ja, und den haben wir uns dann gemacht. Deswegen gibt es bei uns, also bei Nindo, eine Seite für jeden Künstler. Und da sind dann alle Kanäle drauf. Das heißt, man kann einfach durchswitchen und sagen, okay, wie ist diese Plattform, wie ist diese Plattform, wie ist dieser Zweitkanal, dieser Drittkanal. Man kann da einfach durchswitchen, Das ist indem man cool. entweder hier oben drauf klickt oder hier die Dein Sachen einfach SCBD, ich grüß ausklappt. dich. Super, super smooth und sexy. Ich persönlich find's cool. Zweitens, also die zweite Sache, die mich bei bisherigen Social-Statistik-Webseiten immer genervt hat, war, dass die nie wirklich sagen konnten, wie gut ein Kanal gerade läuft. Ja klar, da steht zum Beispiel dann, wie viel Follower ein Instagram-Kanal hat, aber zum einen sehe ich das auch auf der Instagram-Seite, die Deshalb vielen Information brauche Dank ich für den nicht, Follow. und zum anderen sagt das nichts darüber aus, wie gut dieser Kanal gerade läuft. Das wisst ihr. Es gibt Kanäle, die haben super viele Subscriber und machen keine Views, machen keine Likes, und es gibt Kanäle, die haben viel mehr Views. Viel mehr. Ihr versteht, was ich meine. Viel spannender wären doch so Aussagen wie, wie viel Likes macht die Person eigentlich durchschnittlich auf einem Bild? Oder wie viel Views macht die Person auf einem YouTube-Video oder auf einem TikTok? Ey, das ist interessant, weil solche Statistiken hast du nicht. Ey, das ist ohne Scheiß, ne? Das ist eine geile Sache. TikTok durchschnittlich. Das wären spannende Sachen. Aber auch das kann ich nachvollziehen, weil wenn ein Algorithmus tracken muss, wie viel Follower ein Kanal hat, dann ist das ja verhältnismäßig easy. Aber wenn der Algorithmus sich jeden Post, jedes YouTube-Video, jedes Instagram-Bild mehrfach nach mehreren Tagen anguckt, muss, immer die Statistiken irgendwie in eine Datenbank schreiben muss. Das wären ja zig Millionen Daten pro Woche. Das klingt sehr aufwendig. Ja, und das haben wir dann gemacht. Ist echt teilweise insane, was da auf den Servern und in der Datenbank abgeht, aber. Setzt du was die Kanalinhaber nicht unter Druck? Na, mit Sicherheit, also ich meine, generell Statistiken setzen einen immer unter Druck, weil man sagt, man muss immer das Niveau höher setzen, immer weiter, mal weitermachen. Natürlich, aber man muss einfach so sagen, es ist auch mal interessant, seine Statistiken wirklich so zu sehen.
Deswegen können wir solche Stats bieten. Also für jeden Channel können wir sagen, wie die durchschnittlichen Views oder Likes oder Retweets oder ich weiß nicht was sind. Und ich glaube, man muss kein Zahlen-Nerd sein, um das spannend zu finden. Ich glaube, es ist grundsätzlich einfach spannend, solche Aussagen zu haben. Ich finde es cool. Aber drittens, die dritte Sache, die mir immer gefehlt hat bei diesen Social-Statistik-sonstigen Seiten. Gute Charts. Gibt's nicht. Weißt du, was es gibt? Es gibt so, ja, du kannst dir für Deutschland anzeigen lassen, wer wie viel Subscriber hat. Hatten wir eben schon. Sagt nichts aus. Da sind tote Kanäle drin. Da sind sogar Kanäle drin, die gar nicht deutschsprachig sind. Bringt gar nichts. Du kannst es auch sortieren, weiß ich nicht, nach Summe der Kanalviews oder so auf manchen Seiten. Bravo. Wow. Aber das sind ja alles Sachen, die sagen nichts über aktuelle Beliebtheit oder so aus. Die sagen nichts über aktuelle Range aus. Die sagen nichts eigentlich aus. Viel besser wären irgendwelche Charts, wo jemand, der gerade im Hype ist, wirklich so nach oben steigt. Und wenn der dann nicht mehr im Hype ist, dann sinkt er wieder oder so. Also wirklich Sachen, wo sich was verändert. Und ihr ahnt es schon, ja, auch das haben wir gemacht. Chartlisten eben genau über diese Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Aber also durchschnittliche Likes, durchschnittliche Views, auch über neue Abonnenten in den letzten 30 Tagen, so Sachen halt. Sachen, die aussagen. Ey, das ist wirklich, also ich meine, das ist anhand von Statistiken gezeigt. Und das ist das, wir haben uns ja immer drüber aufgeregt, warum ist das Video oder das Video nicht in den Trends, obwohl das gerade wirklich im Vergleich zu allen anderen Videos das Beste ist. Ne, von den Statistiken her. Ich finde, das ist eine richtig geile Sache. Nur das Traurige ist halt, dass momentan viele Klicks gebottet werden. Ich hoffe, das fällt mit raus. Sagen, wie es gerade bei jemandem läuft. Also, jeden einzelnen Tag, ganz früh morgens, werten wir für alle deutschsprachigen großen Kanäle aus, wie die durchschnittlichen Likes und Views und Kommentare bla 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 sind und können die dann in Chartlisten platzieren. So gibt es für jede Plattform mehrere Chartlisten und einen insgesamten Rang, der sich aus den mehreren anderen Chartlisten berechnet. Das klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht. Ihr merkt, ich bin ein bisschen im Hype-Kreis. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich da schon dran sitze. Ich habe vor 2 Jahren schon mit Rob und Joey und Ju gesessen und denen von der Idee erzählt. So lange sitze ich da schon dran. Ey, ich kann mir aber vorstellen, dass das eine unglaublich aufwendige Sache ist, ne? Vielleicht. Und es gibt auf Nindo sogar noch weitere coole Features. Zum Beispiel eine Unterseite, wo angezeigt wird, wer bald einen 100.000er Meilenstein in seinen Followern durchbricht. Oder oh, geil, Mann. Wer kürzlich genauso einen 100.000er Meilenstein durchbrochen hat. Ey, vorher war mir nicht bewusst, wie viele Leute täglich solche Meilensteine durchbrechen. Wir haben auch eine Unterseite, die anzeigt, was die viralsten Postings aus dem letzten Monat waren. Zum Beispiel von allen TikToks, die im letzten Monat gepostet wurden, welches hatte die meisten Views? Oder von allen Instagram-Bildern, welches hatte die meisten Kommentare? Ey, ich sage euch so, wie es ist. Dass das Rezo hier gerade macht oder auch vorgestellt hat oder vorstellt, wenn ihm das auch wirklich gehört, ich von der Idee her, das wird so durch die Decke gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das so fett durch die Decke gehen wird, das, also der hat er ausgesorgt auf einer ganz anderen Art und Weise. Also er hat ja schon so mit dem, was er macht, schon gut ausgesorgt, würde ich schon fast, also ausgesorgt weiß ich jetzt noch nicht, aber eigentlich schon, gerade mit den ganzen Werbungen, auch mit Fanta und was weiß ich, hat er schon, würde ich sagen, ausgesorgt, aber mit dem, was er jetzt macht, huch, also das geht auf jeden Fall krass ab. Sagst du runter? Also das werden richtig viele runterladen, zu 100%. Instagram-Bild mit 3,7 Millionen Kommentaren. Was sind das für Zahlen, Alter? Und letztes Feature, was ich hier zeige, wir haben auch noch eine Unterseite, wo wir aus Social Media Postings Coupon-Codes ziehen und... Du bist leider noch nicht in der Datenbank. Ach, die Gott da sei. Halt darstellen. Wir dachten uns, es werden jeden Tag... Ich meine, schließlich folgt mir Rezo auf Twitter da oder auf Instagram, ich weiß gar nicht. Ich glaube auf Twitter. Da warte ich dann halt auch einfach, dass er mich mit reinnimmt, ne? Muss ich ihn wahrscheinlich mal anschreiben oder mal ein Zerstörungsvideo machen. In Social Media Postings so viele Coupon-Codes und Rabattcodes und so gepostet. Wäre doch mal gut, wenn jemand sammeln würde. Ja. Ist jetzt gesammelt. Also, ihr merkt, Nindo hat einige Features, die echt aufwendig zu implementieren waren. Und das mal eben nebenher zu machen, funktioniert natürlich nicht alleine so gut. Deshalb sind seit einem Jahr auch 3 Freunde von mir im Boot, die dabei einfach im Team sind, die das einfach mit mir machen. Aber es ist mir sehr wichtig anzumerken, das ist ein Projekt mit diesen Leuten. Also es ist nicht so, dass da irgendein Geldgeber im Hintergrund ist oder ein Investor oder irgendwie Unternehmen, mit denen ich das... Nein. Es ist komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich habe Bock drauf gehabt, das zu machen und ich habe mir ein paar Freunde ins Boot geholt, um was Geiles auf die Beine zu stellen. Man muss nicht immer Unternehmens-Shit machen, Alter. TJ und Lisa, also die Assistentin, die seit Anfang des Jahres auch mit im Boot ist, haben natürlich auch mitgeholfen und TJ hat sogar den Posten des Geschäftsführers übernommen. Du bist jetzt Geschäftsführer! Irgendwer muss das halt rein rechtlich übernehmen und wir hatten keinen Bock. Ey, das klingt echt gut, ne? Also ganz ehrlich, so wie das aussieht und wie er das vorstellt,
Ich weiß auch nicht, warum Rezo das immer schafft, aber der kriegt es einfach mal hin, jemand von sich zu überzeugen, Mann. Das klingt echt mega. Echte Business-Leute im Boot zu haben. Gibt es schon Leute, die sich das geholt haben, also die das runtergeladen haben? Oder ich weiß nicht, ob das eine App ist oder ob man das nur über web.de oder, ja, keine Ahnung, nicht über web.de, sondern über Google oder sowas aufmachen kann. Gibt es doch bestimmt schon einige. Aber es klingt krass, Mann, wirklich. Also, TJ, wir wollten das halt zusammen machen, so. Als Team, als Crew, als Leute, die auch miteinander abhängen und sich jeden Tag sehen. Ich finde es really, really cooler so. Aber klar, kostet so ein großes Projekt auch Geld und wir hoffen, dass wir das auf Dauer irgendwie reinkriegen, indem wir, weiß nicht, ausführlichere Auswertungen Unternehmen anbieten. Mal gucken, ob das klappt. Aber die Seite, die jetzt online ist, also nindo.de, ist komplett frei und umsonst und es gibt da keine Werbung und nichts, was irgendwie sonst auf den Sack gehen könnte oder so. Wir wollten einfach eine coole, nice Seite haben. Und ich meine, ich benutze sie halt selber. Also ich benutze sie selber echt oft. Ich habe mir sogar auf dem Handy schon so einen Shortcut draufgezogen. So, wir sind fast fertig. Zum Schluss noch zwei Anmerkungen. Erstens, wenn ihr Feedback habt oder irgendwie sogar einen Bug gefunden habt oder irgendeinen großen deutschsprachigen Kanal kennt, den wir noch gar nicht auf der Seite haben, dann könnt ihr das gerne über den Feedback-Dialog tun. Der ist auf dem Handy hier. Ja. Und wenn ihr am Laptop oder so seid... Leute, tragt dort bitte alle Alpha Kevin ein. Bitte sagen Alpha Kevin, weil das wäre halt schon hart, wenn es diesen Kanal dann hier nicht gibt. Ich meine, wir haben mittlerweile über 80.000 Abonnenten, da wäre es schon ganz cool, wenn wir mit drinnen stehen würden. Vielen Dank an jeden, der das machen würde. Du bist schon eingetragen worden von mir. Ja, wenn das mehrere sind, dann wird das auch noch deutlicher geprüft. Dann ist der hier. Einfach draufklicken und da könnt ihr Feedback geben. Und zweitens, an alle Instagrammer und YouTuber da draußen. Wenn ihr noch weitere Auswertungen über euren Kanal sehen wollt, könnt ihr die sogar abrufen. Einfach hier unten auf Extra Insights klicken und dann könnt ihr euch für einen YouTube-Kanal einfach hier über den eingebetteten Google-Login einloggen und für einen Instagram-Kanal einfach hier den eingebetteten Facebook-Login benutzen. Mehr Infos stehen aber auch da auf der Seite, das bekommt ihr schon hin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr eben auf eine personalisierte Seite, wo es für euren Kanal noch weitere und ausführlichere Stats gibt. Also sozusagen noch mehr Infos aus unserer Datenbank, als es auf den öffentlichen... Ey, das ist heftiger als jedes Dashboard. Keine Ahnung, selbst die ganzen Netzwerke haben nicht solche Dashboards. ...öffentlichen Seiten zu den Kanälen gibt. Und da könnt ihr natürlich auch Feedback geben, welche Features wir da noch einbauen sollen. Ihr merkt auch, ich bin gut drauf. Ich bin really gerade gut drauf, wie lange sich das gezogen hat. Wenn ihr wüsstet, wie lange sich das gezogen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch euren Freunden oder so von dieser Seite erzählt, falls die auch auf sowas Bock haben, weil ohne Scheiß, wir haben richtig, richtig viel Mühe und Arbeit in diese Seite gesteckt. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle ganz, ganz viel Spaß habt mit dieser Seite und den Charts und den Stats und den Meilensteinen und Coupon-Codes und Live-Countern und viel, viel mehr. Wir sehen uns ansonsten am Wochenende zu einem normalen Unterhaltungsvideo. Bis dann! Geil! Also muss ich sagen, Respekt für so ein Projekt. Das ist schon sehr, sehr stark. Das ist wirklich schon sehr, sehr stark. Marco Reus, Bibis Beauty Palace. Ja, das ist es dann halt auch einfach. Bibis Beauty Palace und Julienko, die sind halt einfach beide vertreten in den Platz 3. Muss man einfach sagen, wild. Ja, easy, ne? Man muss einfach sagen, so wie er das macht, ist schon stark. Sogar auf Twitch, er hat sogar das Ganze mit auf Twitch hier. Stay, hier durchschnittliche Zuschauer. Alter, wie geil ist das bitte? Wie geil einfach. Durchschnittliche Likes, Rezo, Monte. Ey, das ist echt heftig, ohne Scheiß. Da werde ich mich safe anmelden. Twitch-Rang. Ist Knossi Platz 1, dann Monte, dann Trimax. Trimax ist vor Papa Platte? Wie kann das sein? 43.000 Live-Zuschauer. Nee, oder streamt gerade eben Monte. Streamt gerade eben Monte? Nicht, dass es jetzt so gemeint ist für die Leute, die gerade eben streamen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt hier alle streamen. Nee, die streamen nicht alle, aber das hier ist wahrscheinlich durchschnittlich. Bei Monte sind es 43.000, bei Trimax sind es 9.000, bei Papa Blas sind es 12.000. Ich weiß aber nicht, nach was das jetzt hier ganz gemessen wird. Weil hier steht ja jetzt gerade Twitch-Rang. Berechnet sich aus allen Charts. Ach so, aus allen. Okay, das ist krass. Alter, Knossi, ey, das ist echt krass. Was ist mit Alpha Kevin? Wo ist ein Alpha Kevin? Die gibt's nicht. Echte Alpha Kevin? Ja, da muss man halt einfach was machen. Das ist schon das Wachen.